die Pause ist vorbei und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal die Wandgemälde an. Da soll's... Ach, jetzt ist da ein Mogi zum Speichern. Willst du mich verarschen? Und ich bin extra aufs Land gelaufen. Die heiligen Wandgemälde wurden die ganze Zeit von Eiko und ihrem Volk behütet. Und auch wir Mogis haben die ganze Zeit über auf die Wandgemälde und auf Eiko aufgepasst. Also, fass ja nichts an. Und wo ist jetzt dieses Volk? Das kann ich dir aus meinem Mund nicht sagen. Ah, es ist doch kein Speicher, Mogi. Okay. Ja, na gut. Ich habe Lilly geholt. Wir können also... So, tretet bitte ein. Dies sind die heiligen Wandgemälde des Espa-Volkes. Das Volk der Espa erforschte die Bestia und hinterließ der Nachwelt das Wissen über jede Neuentdeckte in Form der Wandgemälde. Existiert diese Bestia alle wirklich? Ich kann nicht mehr lesen heute, das ist furchtbar. Dieser Ort ist sozusagen die heilige Stätte der Espa-Kupo. Fräulein Eiko betet hier jeden Tag und zündet ein Räucherstäbchen an, um ihre Ahnen zu ehren, Kupo. Welche ist das? Das ist... Atmos. Bahamut. Was hast du, Lilly? Du bekommst sie schon wieder zurück? Ich möchte mich hier noch eine Weile umschauen. Gut. Alles klar. Und, ja. Es gibt hier aber... Anscheinend auch einiges. Also es gab hier auch irgendwie mal ein Rätsel. Oh Gott. Ich sehe nur durch den Morgue, wo ich langlaufen muss. Okay, sie will sich erstmal weiter umschauen. Die Natur stand bei den Espa an höchster Stelle. Sie nannten diese Planeten hier Gaia und sahen in den Bestien eine Art Schutzgötter, die über diesen Planeten wachen. Indem sie Nachforschungen zur Beschwörungsmagie anstellten, versuchten sie mit diesem Planeten und dessen Natur eins zu werden. Die Espa kam vor 500 Jahren zum ersten Mal in diesem Land. In dieses Land. Aber jetzt? Ja, was ist denn jetzt? Die meisten der Bestia sind mir völlig unbekannt. Okay, wir können ja anscheinend gerade überhaupt nichts tun. Dann lassen wir sie mal alleine. Und helfen Eiko mal noch ein bisschen beim Kochen. Dieser Köder war einfach schadenhaft, Mann. Weiße Haut, weiße Haare, komische Klamotten. Du bist also Kuja, von dem sie dann gesprochen hat. Bitte was? Sie dann und die anderen schuren nach ihm, Mampf. Ich habe Kuja noch nie gesehen, Mampf. Man nennt mich Quina, Mampf. Jetzt weiß ich, das Ding, was am Bergweg hinter Mogu her war. Ich bin Eiko. Sei gegrüßt, Mogu. Wenn du den da siehst, darfst du dich auf keinen Fall zeigen. Ich rieche Eschenmampf. Oh. Aber das ist nicht für dich. Aber das Feuer ist schwach. Sag bloß, du kannst außer Essen auch noch kochen. Ein Schicksal ist echt die heimliche, alles Essbaren zu ergründen. Das ist ja die Gelegenheit. Ah, wir sollten sie nicht Probe kosten lassen. Wir sollten sie auf gar keinen Fall Probe kosten. Ich weiß, wie viel sich in diesem Dorf befindet, Mann. Sie dann und die anderen ein paar Mokrisch insgesamt 11, Mann. Oh, ich habe nur 10 gekocht. Und das Gericht ist für 10 Personen. Viel zu wenig. Ich gebe heute leer aus. Ach, Manu. Ich war aber schon mal nicht schlecht. Aber in diesem Herd ist ein Gericht für 9 Personen das Maximum. Ein Menü für alle war also gar nicht möglich. Oh nein. Naja, noch ist kein Chefkoch vom Himmel gefallen, Mann. Fischen. Koko? Seltsam. Normalerweise müssten sie schon längst durch sein.
Das Feuer ist zu schwach, aber mehr geht mit diesem Herd nicht. Kuck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 u
Sag mal, Alko, weißt du etwas über den Baum Ifas? Was ist mit Ifas Baum? Wir wollten eigentlich dorthin. Den Ort hat Alko versiegelt. Ich glaube nicht, dass ihr dort hinein könnt. Du hast den Ort versiegelt, Alko? Nein, nicht wirklich. Bei sowas ist er dann immer plötzlich hellwach. Bevor Alko geboren wurde, wurden bei fehlgeschlagenen Beschwörungen Bestia in Ifas Baum gebannt. Anscheinend war es Brauch, falsch beschworene Bestia dort zu verbannen. Falsch beschworene Bestia. Alko, kannst du dieses Siegel aufheben? Natürlich nicht. Wir wollten dort ja auch nichts anstellen. Ach was, wird schon irgendwie gehen. Gar nichts wird gehen. Hä? Echt nicht? Echt nicht. Okay, wir lassen sie mal kurz in Ruhe. Die ist ein bisschen bockig, die Kleine. Angeln, immer schon angeln. Ich kann nichts mehr hören. Der lässt mich nicht gehen, Kuro. Sieh da. Eine riesige Entdeckung, Mann. Es ist zwar das gleiche Meer, aber es sind andere Fische, als auf dem Kontinent des Nebels. Krass. Oh, haben wir hier noch einen Truppen? Chibo erhalten. Ich weiß gerade nicht mehr, was Chibo war. Na komm schon. Okay, wir kommen hier gerade nicht weiter. Was bedeutet? Halt, hier war noch was. Oder, ach, das war nur Alko, glaube ich. Na gut, können wir jetzt gehen. Huch. Oh, ja. Wir machen mal eine Pause. Ich habe mal wieder zu schnell gedrückt. Vivi. Alles klar? Eine Zipfelmütze Schlaf würde dir auch mal ganz gut tun. Morgen wird ein langer Tag. Ich versuche es ja, aber dann schwirren mir irgendwie so viele Gedanken im Kopf rum. Ich dachte, ich hätte es verstanden, als du meintest, dass zu viel Nachdenken nicht immer gut sei, aber... Ja, das stimmt schon. Aber ich bin ich und du bist du, weißt du? Jedem das Seine. Es besteht kein Grund, dich jemandem anzupassen. Ich möchte aber nicht so viel nachdenken. Ich habe das Gefühl, dass ich mich dabei nur im Kreis drehe. Was mache ich nur, wenn das kein Ende nimmt? Das macht mir richtig Angst. Vivi. Aber egal, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, egal was für Sorgen wir haben und egal was für Hoffnung wir hegen. Es gibt nur zwei Dinge, die wir tun können. Handeln oder nicht handeln. Wo er recht hat. So viel Kummer und Sorgen. Und es gibt nur zwei Antworten. Und trotzdem fällt einem die Entscheidung nicht leicht. Das ist so eine Sache. Aber zwischen den zwei Alternativen muss man sich entscheiden. Handeln oder nicht handeln. Zidane? Ich versuche einfach nur all das zu beschützen, was mir wichtig ist. Ob mir das tatsächlich möglich ist, wird sich zeigen, aber das ist der Schluss, zu dem ich gekommen bin. Oh. Wow, meine Augen haben sich also nicht getäuscht. Zidane ist ein richtig Lieber. Wie er schon sagte, handeln oder nicht handeln. Und Alko will bei Zidane bleiben. Vivi, soll ich dir mal einen Tipp geben, wie man aus solchen Krisen am besten wieder rauskommt? Ja, unbedingt. Es ist ein Ritual, das schon seit jeher zwischen wahren Männern abgehalten wurde, zum Beweis ihrer Freundschaft. Aha. Komm hier rüber, Vivi. Das ist genau der richtige Ort dafür. Du glaubst nicht, wie erleichternd es ist, das Ritual unter so einem klaren und prächtigen Sternenhimmel abzuhalten. Alko wartet gerade ganz gespannt darauf, was sie dann gleich tun wird. Und ich weiß, glaube ich, ganz genau, was er gleich tun wird. Trüpfel, Trüpfel. Tja. Das werde ich jetzt mal nicht nachäffen. Ja, die beiden erleichtern sich gerade so, wie es echte Männer halt einfach tun. Zidane, ich möchte irgendwann wieder an diesen Ort zurückkehren. Als ich das erste Mal vor dem Wandgemälde stand, habe ich mich noch gefürchtet. Aber sobald ich den Ort betrat, fühlte ich plötzlich wieder meine innere Ruhe zurückkehren. Ich möchte sie mir noch genauer anschauen.
Klaro, wenn wir den Baum Ifras untersucht haben, kommen wir wieder her. Versprochen. Danke. Quina scheint ja eh nicht mit dem Angeln aufzuhören, bevor er Leviathan persönlich am Haken hat. Wir müssen ihn später hier abholen. Du denkst auch an Aiko, nicht wahr? Ja, sie tut zwar immer so erwachsen, aber sie ist erst 6 Jahre alt. Ich kann mir vorstellen, wie einsam sie sich fühlt. Aber heute habe ich sie noch nicht gesehen. Stimmt, ich auch noch nicht. Kupu, kupu. Aiko! Hehehe. Habt ihr schon vergessen, dass nur Aiko die Bestie herbeirufen kann, um die Versiegelung aufzuheben? Kommst du mit und hilfst uns? Dann möchte ich aber auch zuerst das magische Zauberwort hören. Ja, ja, schon gut. Würdest du bitte mitkommen und uns mit deinem wertvollen Wissen zur Seite stehen? Das muss Aiko sich nochmal überlegen. Na gut, dann werde ich mich euch für eine Weile anschließen. Vivi, Lilly, ich hoffe, wir kommen miteinander aus. Der Baum Ifas ist hinter dem Kondaiapata-Bergweg. Und los geht's! Zidane, du bist wirklich zu jedem lieb, oder? Kann es sein, dass du da was missverstanden hast? Nein, das ist genau das, was ich an dir so schätze. Lilly sah ja irgendwie sauer aus. Ach was, da versteht doch einer die Frauen. Im Namen aller Mokwis bitte ich euch, auf Fräulein Aiko Acht zu geben, Kupo. Und vergesst nicht, ihr seid ihr jederzeit willkommen. Logisch, lasst euch mal keinen grauen Bommel wachsen. Ach ja, Vivi, hast du eigentlich Antworten auf deine Fragen gefunden? Eigentlich nicht, nein. Aber ich möchte trotzdem mitgehen. Richtig so. Und da sind wir wieder. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken. Den Baum müsste man ja eigentlich sehen. Eigentlich, aber ich sehe gerade keinen Baum. Na gut, wir müssen, glaube ich, wieder zu der Abzweigung. Ich weiß jetzt noch nicht, ob die hier war. Sind wir hier und müssen jetzt die andere Richtung nehmen, glaube ich. Das war doch die zum Baum. Ich muss nur mal wieder hinfinden. Genau, hier muss ich lang. Alles klar. So, der Baum müsste jetzt eigentlich genau da sein. Kann sein, dass ich hier die Kämpfe wieder rausschneiden werde, wie eben. Werden wir mal sehen. Ob ich jetzt zum Kampf komme. Vorher werde ich natürlich nochmal speichern. Sicher ist sicher. Ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal zum Speichern kommen.